Hallo und herzlich willkommen auf dem Tropic Marine Kanal. Ich habe mir mal den Hans Werner geschnappt. Wir möchten euch zusammen die meistgestellten Fragen beantworten. Mein Name ist Sven Kerber. Ich betreue das Marketing bei Tropic Marine und mache das Produktmanagement. Unter anderem betreue ich auch die Social Media Kanäle. Lass uns einfach mit der ersten Frage direkt starten. Wie kann ich Nitrat senken, ohne dass mein Phosphatwert ebenfalls sinkt? Ja, also Stickstoff und Phosphor sind ja die Hauptnährstoffe, auch für die Korallen, die sie brauchen für ihr Wachstum, damit sie auch eine gute Färbung haben. Und das Stickstoff-Phosphor-Verhältnis, das Gleichgewicht, bestimmt auch das Wachstum, das Wohlbefinden, das Polypenbild und die Farben der Korallen mit. Von daher sollte man interessiert sein, die in einem guten Gleichgewicht zu haben. Nitrat ist nur eine von verschiedenen Stickstoffverbindungen, die die Korallen nutzen können. Das ist der Grund, weshalb wir in unseren Produkten eigentlich eher einen Schwerpunkt auf reduzierten Stickstoff haben, auf ein bisschen Ammonium, aber vor allem auch auf organischen Stickstoffverbindungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der organischen Kohlenstoffdosierung bei uns. Also der erste Ansatz wäre für mich Enpepacto Balance. Das ist ja so, dass wir da Kohlenstoff zuführen und gleichzeitig aber auch Phosphat und verschiedene Stickstoffverbindungen, die aber Schwerpunkt im organischen und reduzierten Bereich, also Ammonium, haben. Deswegen wenig Nitrat zuführen und im Endeffekt wird dann die Nitratkonzentration sinken. Aber je nachdem, wie viel Nährstoffe umgesetzt werden im Aquarium, wenn der Konsum ein bisschen höher ist, kann auch Plus NP das Richtige sein, um Nitrat abzusenken und Phosphat aufrechtzuerhalten. Plus NP führt ja eher Nährstoffe hinzu, als jetzt welche rauszunehmen. Das ist zwar richtig, aber es ist einfach halt wenig Nitrat. Also wir tun den Stickstoff hauptsächlich eben in reduzierter, in organischer Form zuführen. Und von daher kann es trotzdem sein, dass Nitrat sinkt. Und wenn der Phosphatbedarf ein bisschen höher ist, dann ist vielleicht doch Plus NP das Richtige. Das Ganze in abgeschwächter Form wäre dann Reef Active. Das tut auch ein bisschen Nitrat senken, einfach dadurch, dass Bakterienleben ein bisschen angekurbelt wird, ohne großartig Phosphat abzusenken. Eine weitere Frage, die uns oft häufig gestellt wird, bezieht sich auf UltraReef Pulver. Und zwar in welchem Verhältnis bzw. mit welcher Wassermenge setze ich denn das UltraReef an? Ja, das UltraReef und auch Carbocalcium sollte ich immer in der vollen Konzentration ansetzen. Das ist beim UltraReef 160 Gramm auf 900 Milliliter Umkehrosmose Wasser. Das gibt dann insgesamt 1 Liter Lösung. Und zwar die volle Konzentration deshalb, weil es nur in der hohen Konzentration auch stabil ist. Das kann man sich vorstellen. Ähnlich wie das bei der Marmelade oder beim Alkohol ist. Durch die hohe Zuckerkonzentration, durch die hohe Alkoholkonzentration ist das stabil. Und wird dann auch nicht irgendwie abgebaut oder so. Was würde denn passieren, wenn ich dennoch das UltraReef verdünnen würde? Ja, das beinhaltet die Gefahr und das wird sich früher oder später einstellen, dass die Mikroorganismen, die eigentlich erst im Aquarium anfangen sollen, das abzubauen, dass die da schon wachsen, sagen wir mal so. Sie werden das zwar nicht zu sehr verändern, aber es ist einfach nicht schön, wenn man dann schwarze Fäden oder so algenartiges Wachstum in der Lösung hat. Und bei der Dosierpumpe könnte das auch verstopfen. Im Endeffekt sind das Pilze und Bakterien, die diese schwarzen Fäden bilden. Die sehen zwar ähnlich aus wie Algen, aber im Endeffekt sind es Pilze und Bakterien. Kann ich die Tropic Marine A- und K+ Elements zusammenmischen, damit ich sie mit einer einzigen Dosierpumpe zugeben kann? Das ist leider nicht möglich, weil dann hätten wir die schon so angeboten. Aber bestimmte Sachen aus den Aminos-Elements, zum Beispiel Jod, würden dann mit anderen Sachen aus den K-Plus-Elements, wie zum Beispiel Eisen, reagieren. Da hätte unerwünschte Folgeprodukte dann zur Folge. Der Sven hat es bestimmt probiert, mit seinem Aquarium es zu mischen, oder? Nein, auf keinen Fall. Okay. Meine Aquarien laufen mit UltraReef. Da sind die A- und die K-Elemente schon enthalten. Aber da kann man es dann mischen. Da funktioniert das. Einmal ist es stärker verdünnt und außerdem haben wir da dieses organische Calciumsalz, diese vielen organischen Ionen, die halten das getrennt sozusagen. Die umhüllen dann die Metallionen und verhindern, dass die mit den anderen reagieren. Okay, habe ich denn eine andere Möglichkeit, vielleicht die A- und K-Elemente zu mischen, um sie mit weniger Dosierpumpen zu betreiben?
Das ist möglich. Man kann 50 ml von den K-Elements in 950 ml von Original Balling A, also der Calciumlösung, geben. Und man kann 50 ml A-Elements auf 950 ml von Original Balling B, also der Carbonathydrolösung, dosieren. Und so hat man auch wieder zwei Pumpen weniger und dosiert das automatisch in einem richtigen Verhältnis auch noch zu Calcium und Carbonathärte mit den Ballinglösungen. Das klingt doch nach einer super Lösung. Die nächste Frage: Müssen in einem Korallenaquarium zwangsläufig auch Fische enthalten sein? Es ist nicht zwingend, aber zum einen belebt es ja das Aquarium und wir müssen ja auch Nährstoffe für die Korallen in das Aquarium bringen. Und das machen die Fische auf schöne und einfache Weise. Also man füttert die Fische und hat gleichzeitig die Korallen mit versorgt. In dem speziellen Fall, ich habe jetzt vielleicht ein kleines Nanobecken, wo ich sage, ich möchte aus Tierhaltergründen keine Fische reinsetzen, habe ich da eine andere Möglichkeit, Nährstoffe einzubringen? Ja, man kann natürlich Garnelen, Einsiedler, Schnecken und so weiter an Wirbellosen auch in Nanobecken einsetzen. Also Garnelen und sowas gibt es ja fast in jeder Größe. Ich zum Beispiel nutze das Plus NP bei mir in meinem Nanobecken, um damit Nährstoffversorgung für die Korallen zu gewährleisten. Und damit habe ich eigentlich ganz gute Erfolge erzielen können, ja, und kann da auch ohne Fische eine gute Versorgung sicherstellen. Die folgende Frage kommt eher von Einsteigern. Wie viele Produkte brauche ich, um ein Meerwasser-Aquarium zu betreiben? Also das heißt für den Einsteiger eine ganz einfache Versorgungsmethodik. Alleine für die Wasserpflege braucht man sehr wenig. Also man braucht natürlich das Salz zum Ansetzen des Wassers. Für die Mineralstoffversorgung reicht eigentlich schon unser All for Reef. Daneben kann man noch was für die Mikrobiologie, für die Bakterien machen, Reef Active oder am Anfang vor allem, und wenn ich neue Tiere einsetze, Nitribiotik. Aber dann habe ich eigentlich schon eine ganz gute Rundumversorgung. Alles andere sind eigentlich Problemlöser, kann man sagen. Also wenn ich ein Problem habe mit Nährstoffen oder sowas, dann gibt es ein weiteres Produkt, aber für die Grundversorgung ist das erstmal okay. Da sollte man verschiedene Wasserwerte halt regelmäßig überprüfen, die einen häufiger, die anderen muss man nicht so oft. Ich finde, der wichtigste Wert für Information ist die Carbonathärte. Das ist super einfacher Test. Den kann man ein- oder am Anfang auch zweimal die Woche machen. Am Anfang wird man vielleicht einmal die Woche Calcium und Magnesium testen. Später wird man das auch vielleicht noch alle zwei Wochen machen. Am Anfang kann man natürlich die Einfachphase mit Ammoniumtest und Nitrit-Nitrat-Test überprüfen. Nitrit-Nitrat kann man auch später noch als Information abrufen sozusagen oder testen. Wichtiger finde ich aber die Phosphatkonzentration. Sowohl für Nitrat als auch für Phosphat sind für Meerwasser vor allem auch die Profi-Tests, die Pro-Versionen interessant, die auch wirklich ganz weit runterkommen bei den Konzentrationen, die wir auf dem Meerwasser-Aquarium haben. Für alle, die das Thema noch mehr interessiert, die sollten mal einen Blick in unsere Basissets werfen. Da haben wir quasi einen Einsteiger-Guide mit unseren vier verschiedenen Salzen, mit welchen Produkten die ergänzt werden sollten, wie ich mit wenig Aufwand ein Aquarium erstmal starten kann. Wir haben gerade über die Basissets gesprochen. Für viele Einsteiger ist vielleicht unbegreiflich, für was brauche ich denn eigentlich Bakterien in meinem Aquarium? Weil für die meisten assoziieren mit Bakterien ja schlimme Sachen, Krankheiten und so weiter und so fort. Welchen Nutzen haben denn Bakterien im Aquarium? Das ist eigentlich ein Bild mit den schädlichen Bakterien, was sich gerade wandelt. Stichwort Mikrobiom, das ja der Mensch auch hat, im Darm, auf der Haut, in den Atemwegen. Auch Korallen haben ein Mikrobiom und in gewisser Weise hat auch das Aquarium und natürlich auch die Fische. Alle haben ein Mikrobiom und da kommt es eben darauf an, dass auch ein günstiges Klima dann für die Bakterien, für den Korallen und so weiter und für die Fische da ist, um die alle bei gutem Wohlbefinden zu erhalten und natürlich auch um verschiedene Abfallstoffe und so weiter abzubauen, umzubauen. Unser Nitribiotik enthält ja sowohl probiotische als auch präbiotische Bakterien. Kannst du da vielleicht noch mal kurz den Unterschied erklären oder wie ergänzen die beiden sich? Das Probiotische, das sind die Bakterien. Das heißt, das sind Bakterien, die eine bestimmte Funktion erfüllen, zum Beispiel indem sie die Immunabwehr der Fische aktivieren. Und präbiotische Substanzen, das ist eigentlich das Futter dann für die Bakterien.
Wie oft soll ich dann einen Wasserwechsel in meinem Aquarium machen? Was hat der für Nutzen? Also regelmäßige Wasserwechsel haben auf jeden Fall den Nutzen, dass man unerwünschte Stoffe, zum Beispiel Farbstoffe, Gelbstoffe, sonstige Abfallstoffe herausbringt und wieder neue Spurenelemente und so weiter in das Aquarium reinbringt. Ich würde das schon empfehlen, wöchentlich oder alle 2 Wochen zu machen. Also wenn man sagt, wöchentlich, das ist mir zu aufwendig, kann man das sicher auch alle 2 Wochen machen. Okay, aber auf alle Fälle seinen Nutzen und reinigt quasi das Wasser wieder ein bisschen im Becken. Wie oft machst du Wasserwechsel, Sven? Viel zu selten. Sei ehrlich. Es ist unterschiedlich, ich habe keinen festen Rhythmus, aber es ist unter Umständen nochmal nach 8 Wochen. Weil wir so wenig Salz hier haben. Ja, für uns ist das immer sehr schwierig hier im Haus, an die passenden Produkte zu kommen. Es ist einfach der Zeit geschuldet, dass man selten dazu kommt irgendwie. Meistens sind dann doch andere Arbeiten. Die Aquarien stehen ja hier im Büro und das muss ja irgendwie im Arbeitsalltag integriert werden. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen ein Auge drauf. Wenn wir sehen, dass das Wasser umkippt oder dass im Aquarium etwas nicht stimmt, dann greifen wir natürlich sofort ein. Oder Hans-Werner Berling greift ein. Nein. Wenn er es nicht mehr ertragen kann. Nee, das ist nicht der Fall. Okay, da ist meine Toleranzschwelle höher als die vom Sven. Das stimmt wohl, ja. Dann eine Frage, die ab und zu mal gestellt wird. Auf All for Reef und Carbocalcium geben wir eine maximale Dosiermenge an. Was hat es mit dieser Begrenzung auf sich und kann ich auch darüber hinaus dosieren? All for Reef und Carbocalcium enthalten ja organische Kalziumsalze. Und der organische Anteil, der wird von Bakterien in Dekarbonathärte dann umgebaut, die wir messen können. Dieser Umbau, der erfordert eine geringe Menge Sauerstoff. Aber die ist wirklich gering. Und das heißt, wenn ich ein Defizit habe, meinetwegen 380 Milligramm pro Liter Calcium und ich will auf 440 kommen, dann sollte ich das nicht auf einmal dosieren, sondern strecken, sodass ich nicht über diese Dosierung hinauskomme. Wenn aber meine Korallen es jeden Tag verbrauchen, dann kann ich durchaus die Dosierung überschreiten, weil die Korallen, die produzieren ja Sauerstoff und tun das mehr als ausgleichen, dann diese geringe Sauerstoffverbrauch. Also es ist eine gewisse Art Sicherheitsmechanismus für den Verbraucher, dass es zu keiner Sauerstoffzehrung im Aquarium kommt. Aber wenn die Verbräuche der Korallen das hergeben, kann ich eventuell unter Beobachtung auch die Dosierung erhöhen. Kann ich nach der Zugabe von Phosphat bzw. Phosphit den Phosphatgehalt im Wasser messen? Und warum reagiert mein Phosphattest direkt nach der Zugabe oder vielleicht auch nicht? Direkt nach der Zugabe von zum Beispiel Phosphit sind ja diese Partikel noch als Trübung im Wasser und können ja dann erst von den Korallen zum Beispiel, aber auch von allen anderen Filtrierern herausgefiltert werden. Wenn ich das Wasser entnehme mit diesen Partikeln und dann den Phosphattest durchführe, dann säuert dieser Phosphattest mit dem Reagenz A das Wasser sehr stark an, also meine Wasserprobe. Und dabei lösen sich die Partikel auf und dann ist das Phosphat messbar. Während wenn die Korallen es herausgefiltert haben, wenn sie es abgesetzt haben und die Fische das auch abweiden und so weiter, dann ist es erstmal nicht mehr messbar im Wasser. Aber natürlich reichert es sich mit der Zeit an, auch durch Abfallstoffe und so weiter, dann ist es wieder messbar. Für alle, die das Thema mehr interessiert, wir haben einen Versuchsaufbau gefilmt. Das Video findet ihr in der Videobeschreibung. Da seht ihr nochmal genau, wie der Mechanismus funktioniert mit dem partikulären Phosphat und wie ich es nachweisen kann oder auch eben nicht mehr, wenn ich es entsprechend rausfilter. So, dann haben wir noch die letzte Frage. Wie funktioniert Reef Active und was bewirkt es in meinem Aquarium? Reef Active sind Biopolymere, also das heißt natürliche Substanzen, langkettige Kohlenstoffverbindungen, wie wir das zum Beispiel auch bei der Ernährung von den Ballaststoffen kennen. Und auch bei der Ernährung wissen wir wieder, dass die Ballaststoffe gut sind für die Darmbakterien. So ähnlich ist es auch bei Reef Active, aber frei im Wasser oder auch, was sich die Korallen dabei herausnehmen, das sind eben langkettige Substanzen, die auch wieder die günstigen Bakterien ernähren und dadurch eben eine präbiotische Wirkung, nennt sich das, haben, also eine günstige Wirkung auf die Gesamtbakterienzusammensetzung, was man dann zum Beispiel am Korallenwachstum sieht. Kann ich da irgendwie die Wirkung wahrnehmen in meinem Aquarium, abgesehen vom Korallenwachstum?
Ja, normalerweise sieht man schon nach wenigen Tagen ein besseres Polypenbild oder auch später farbliche Veränderungen, dass die Farben leuchtender werden. Vielen Dank, Hans-Werner, für deine Beantwortung der Fragen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Es folgt bestimmt nochmal ein weiteres Video, wo wir die aufgreifen werden. Wenn ihr weitere spannende Videos zur Meerwasser-Aquaristik und zu den Produkten von Tropic Marine sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und verpasst somit keine Folge. Denn sonst verpasst er die Folge.